Fantastisch. Luschi, ich kann hier nicht einfach nur rumliegen. Was möchtest du machen? Lass uns Volleyball spielen. Aber das ist ein Mannschaftssport. Autsch. Peter gehört zu meinem Team. Ach so, dann stelle ich mein eigenes Team auf. Willst du mir verraten, wer sie sind? Na gut, dann finde ich es selbst heraus. Hallo Leute, Sammy und ich wollen Volleyball spielen. Lernt mein Team kennen. Also, mal sehen, welche der fünf Puppen wir haben. Vorsichtig an der Lasche ziehen. Juhu! Die Plastikfolie entfernen. Die Kappe abschrauben. Und wir holen unsere geheimnisvolle Puppe raus. Hallo alle zusammen. Ich bin dabei, Susi auszuspionieren. Sim, gerade rechtzeitig. Wir sind entdeckt worden. Warum versteckst du dich? Ich war nur neugierig auf dein spezielles Team. Unsere Puppe hat so eine ungewöhnliche Farbe. Bald werden wir herausfinden, wer sie ist. Aber jetzt lasst uns zu den rosa Tütchen kommen. Auf allen sind Fragezeichen gedruckt. Die beiden sind die größten. Und was ist das? Eine Anleitung. Mal sehen. Stecke die Puppe in warmes Wasser, um ihre Farbe zu enthüllen. Zieh sie an und verwandle sie mit Hilfe von Eis. Alles klar. Wollen wir es versuchen? Zuerst die Puppe öffnen. Seid sehr vorsichtig mit der Schere, Leute. Sammy, wie ist das Wasser? Es ist okay. Warm. Lass uns den Behälter mit Wasser füllen. So. Perfekt. Leute, seid ihr bereit? Wir tauchen ein. Achtet darauf, die Puppe komplett in den Behälter mit Wasser zu tauchen, damit sich die Farbe ablöst. Schaut, wie schön! Wow! Und hopp! Wow, sie ist so hübsch. Zuerst trocknen wir sie richtig gut ab mit einem Handtuch. So ist es gut. Wie süß sie in diesem Badeanzug aussieht. Mit welcher fangen wir an? Mit der größten Tüte. Eine Idee, was da drin ist? Aha, ich wusste es. Es sind Haare. So schön. Eine zweifarbige Perücke. Jetzt nehmen wir das nächste Tütchen. Wusch! Na gut, was haben wir denn hier? Es ist ein Schwamm in Form einer Blume für das Make-up der Puppe. Lasst uns das kleinste Tütchen öffnen. Hopp! Das sind scharlachrote Schuhe. So schön! Und jetzt das letzte Tütchen. Hier muss ein Rock drin sein. Mal sehen! Wow, es ist ein schwarz-weiß gestreifter Rock. Luschi, ich habe etwas Eis mitgebracht. Danke, Sammy. Das ist für den nächsten Schritt. Sammy, möchtest du auch in dieses Wasser tauchen? Jetzt schminken wir unsere Puppe. Wow, schaut, wie cool. Das zweite Auge. Und natürlich die Lippen. Scharlachrot. Lasst uns mit den Haaren weitermachen. Schaut euch nur diese leuchtenden Strähnen an. Fantastisch. Die stehen ihr gut, stimmt's? Zeit, das Panda-Outfit anzuprobieren. Zuerst kommt die Perücke. Ihr könnt ihr sogar die Haare flechten. Susi? Autsch! Susi! Wo bist du denn? Hier, Sammy. Oh. Sammy, du bist so lustig. Wir ziehen der Puppe den Rock an. Er ist so luftig. Wunderbar. Und hier sind ihre Schuhe. Hopp.
Hübsch. Leute, Daumen hoch, wenn ihr einverstanden seid. Hopp. Ich denke, wir können dieses Päckchen schneller öffnen. Voila. Wen werden wir jetzt bekommen? Mal sehen. Schnell. Okay, zuerst die Puppe rausholen. Ich kann es kaum erwarten, ihre Verwandlung zu sehen. Komm raus, Schätzchen. Leute, dieses Mal kommt erst die Puppe und dann das Wasser. Alles klar. Sie verwandelt sich direkt vor unseren Augen. Hier ist ein vertrauter Panda. Ich schätze, sie ist eine Zwillingsschwester der Puppe, die wir vorher ausgepackt haben. Aber man kann nie genug Pandas haben, stimmt's? Gluck, gluck, gluck. Und jetzt trocknen wir dich ab, Süße. So, unsere Puppe ist bereit für die Verwandlung. Hier sind all die Überraschungen. Dieses Mal hat sie aber einen herzförmigen Schwamm, einen gestreiften Rock, zweifarbige Haare und ultra schicke Schuhe. Nun, hübsches Mädchen, sollen wir dich schminken? Taucht den Schwamm in eiskaltes Wasser, bringt ihn ein wenig aus und wischt ihr Gesicht ab, um das Make-up zu enthüllen. Und vergesst die Haare nicht. Schaut euch ihre coolen Strähnchen an. Jetzt ziehen wir sie noch an. Und unsere Puppe ist fertig. Sollen wir zwei auf einmal öffnen? Sammy, was glaubst du, welche Puppe wir jetzt bekommen? Wenn wir zwei identische Puppen bekommen, kann eine von ihnen in deinem Team sein. Nee, das ist unmöglich. Du kannst nicht zwei identische Puppen auf einmal auspacken. Du weißt, alles ist möglich. Aber ich hoffe trotzdem, dass sie unterschiedlich sind. Also gut, wollen wir? Zuerst holen wir alles aus dem Set raus. All die Tütchen. Jetzt die zweite Puppe und all ihre wunderbaren Tütchen. Zeit, die Behälter mit warmem Wasser zu füllen. Und abtauchen. Trommelwirbel! Es ist so aufregend. Mal sehen. Ich liebe es zu sehen, wie sich die Farbe ablöst. Faszinierend. Also, volles Eintauchen. Schütteln wir sie noch ein bisschen. Hopp, tada! Unglaublich. Zwei identische Puppen. Du hast die Wette verloren, Sammy. Nein, habe ich nicht. Die eine Puppe hat Socken an und die andere nicht. Außerdem haben wir nicht gewettet. Sammy, ich habe sie angelassen, um unsere Zwillinge zu unterscheiden. Lasst uns unsere Puppen verwandeln. Und den zweiten Zwilling. Fantastisch. Ups. Kommen wir zu den Highlights. Wow, türkisfarbene Strähnen. Magisch. Jetzt schnell. Zeit, unsere Mädchen zu verkleiden. Erinnert ihr euch an die Socken, die diese Puppe hatte? Naja, die Farbe blätterte ab und ich habe sie entfernt. Das erste Einhornmädchen ist fertig. Oh, sie ist so strahlend. Und ich habe die Haare der zweiten gemacht. Perfekt. Susis Team und Sams Team. Warte, wo ist die letzte Puppe? Ja, ich hatte sie. Ich habe sie schon ins Wasser gestellt. Du musst sie nur noch rausnehmen. Danke, Sammy. Mal sehen. Ah, Leute, seht euch das an. Wir haben eine neue Puppe. Sie ist so stylisch. Die Farbe des Badeanzugs passt zu ihrem Haar. Sammy, wo sind ihre Tüten? Welche Tüten? Ich habe keine gesehen. Sammy? Hast du Eis bestellt? Danke. Und einen Schwamm? Ja, klar. Also, mal sehen, was für ein Make-up sie hat. Wow, was für leuchtende Farben.
Schlicht und doch stilvoll. Da haben wir es. Wow, schaut euch das an, Leute. Unglaubliche Purpur- und Himmelsträhnen. Und sie hat eine rote Perücke. Sie passt perfekt zu der Katze auf ihrem Badeanzug. Sollen wir deinen schicken Rock anprobieren? Okay, vorsichtig. Übrigens ist der Rock orange. Mit schwarzen Schleifen und weißen Punkten. Hier sind die Sneaker für das feurigste Mädchen. Und die letzte Puppe schließt sich dem Team an. Hat euch unser Auspacken gefallen? Wenn ja, gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Und jetzt bin ich bereit, Susis Team zu zeigen, wer hier der wahre Volleyballspieler ist. Meinst du, Susi, bist du bereit zu verlieren? Ich werde dich schlagen. Was? Fein, wir werden dich schlagen. Susi, mach die Angabe. Achtung! Leute, das ist so toll. Ihr könnt zu Hause euer eigenes Team aufstellen. Susi, ich bin mit der Angabe dran. Ich komme, Sammy. Bis bald, Leute. Auf Wiedersehen. Bis bald, Leute.